und herzlich willkommen zum ersten Mob von 2012 Brot. Ich habe ein Video gemacht mit einem Abonnenten von mir, vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht kennt ihr ihn nicht, wer auf meinem Kanal schon mal war, müsst ihn eigentlich kennen. Josu haben wir hier bei uns. Ja, er hat mir ein paar Lego-Figuren noch geborgt. Er filmt jetzt, sagt eigentlich nichts, denn er ist nicht sehr gesprächig, in diesem Video jetzt nicht, aber normalerweise will ich jetzt auch gar nichts mehr so zu sagen. Ja, und zwar zoomen wir jetzt einmal ganz weiter weg, und zwar einmal durch das ganze Schlachtfeld. Haben wir das Imperium gegen die Rebellen, die letzte Schlacht auf Endor. Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich, Episode 6. Wer diesen Film nicht gesehen hat, hat eine Macke. Ist einfach so eine ganz wichtige Star Wars Regel. Ihr kennt das ja, der Imperator stirbt, weil Darth Vader stirbt dann auch und Luke wird bla 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 und bla bla bla. Leia fehlen zwei Figuren auf diesem Bild und das sind zum ersten Han Solo und C-3PO. Aber Leia und R2-D zu unterstützen, hier die Rebellen kräftig damit. Wir haben viele Unfälle, wir haben viele Raumschiffe, wir haben eine gute Landschaft und das wird jetzt erklärt. Ja, erstmal zum ersten haben wir da in der Ecke den T-Fighter. Natürlich, er fliegt, das haben wir richtig gut hinbekommen, fand ich jetzt. Vielleicht von der Bodenansicht können wir das jetzt vielleicht nochmal hinkriegen, dass das so, damit man so sieht, wie das ist. Wunderbar. Ja, also super sieht man, also ich finde die Landschaft total geil. Wir haben einen Schattentrooper von den Imperium haben wir bei uns. Ein Pilot natürlich, der ist etwas seltener, das ist nicht der vom T-Fighter. Den haben wir, der sitzt jetzt halt im T-Fighter, was brauchen wir jetzt hier zu zeigen. Wir haben natürlich auch noch Unterstützung von unseren kleinen Teddy-Freunden. Einmal Mr. Grün, nenne ich ihn jetzt einfach mal, am brennenden Raumschiff. Also da war gerade ein Unfall, vielleicht kann man die Speeder jetzt noch ein bisschen, ja. Da war gerade ein Unfall, der eine ist da hingegangen und der kleine Teddy zündet den Speeder einfach mal ganz locker an. Voll gefährlich neben der Empfangs- und Landesignalzone, wo sich auch ein Scharfschütze versteckt. Vielleicht können wir da jetzt nochmal so nah ranzoomen, vielleicht seht ihr den dann. Wunderbar! Und dieser Scharfschütze hat auch schon jemanden erledigt. Da ist er. Okay, da steht er mittlerweile. Den wollten wir nur gerade für den Anfang machen. Deswegen legen wir ihn einfach mal hin. Die Knarre liegt auch schon. Nur für den Anfang, damit das besser aussieht. Und ich würde mal sagen, gehen wir auch einfach mal weiter aufs Bild zuzugreifen. Endor, ich weiß es nicht. Gut hinbekommen ist was anderes, aber man kann erkennen, es soll ein grüner Dschungelplanet sein, so in den Umrissen. Wir haben dabei Pilot versteckt. Hier haben wir nochmal eine wunderbare Kontrolle. Die ist natürlich auch, ich finde die richtig geil. Entschuldigung, jetzt ist natürlich noch eine Sache, die ist vielleicht nicht so lol. Also die ist ein bisschen lol. Nicht so lol. Lol. Und zwar diese Straße, die hier ist. Die ist da einfach so für Rebellen landen, damit die Rebellen da immer landen können und den Ewoks so Versteckung lassen können und so. Und ja, gerade greift das Imperium an. So ist das eben. Ich muss kurz was auf der Kamera gucken. 4 Minuten sind wir erst dran. Das kam mir schon so lange vor. Aber ihr wollt natürlich mehr sehen. Deswegen noch ein paar Einzelheiten. Hier R2 mit so ein paar Waffen. Dann sieht man hier noch den Chef der Wookie. Quatsch, Wookie sage ich schon. Ja, Teddy sage ich jetzt einfach. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Peinlich. Ewoks, genau. Danke. Hier sind noch zwei. Die ballern die gerade ab, kriegen Gesellschaft. Hier ist noch ein Scharfschützenplatz, aber da ist gerade keiner, weil Käsebrot. Einfach jetzt mal, weil Käsebrot. Hier ist nochmal so ein richtig schönes Teil, ich weiß nicht, wie der heißt, irgendwie ATS-Walker, kann man sich alles gar nicht mehr merken. Ich finde ihn persönlich sehr geil, da sitzt jetzt keiner drin, schade. Und was ein richtiger LOL dabei ist, man kann die Füße so machen und das finde ich einfach nur Fail. Ja, das ist einfach nur ein großer Fail. Hier, natürlich, die Speeder werden von dem hier geleitet, einem selbstgebauten Commander von uns. Wir nennen jetzt einfach mal Commander Player, weil mir kein besserer Name einfällt. Hier haben wir natürlich Rebellen, die sind eigentlich von Episode 4, unterstützen uns aber jetzt kräftig, nur noch nicht uns für unseren Kanal, sondern auch die Rebellen jetzt auf diesem Schlachtfeld gegen das Imperium zu kämpfen, kräftig mit dabei zu sein. Und sowas ist natürlich immer total cool, wenn wenn man nicht nur die hier hat, weil ich glaube, es gibt auch nur ein Set oder zwei Set, mittlerweile auch noch so ein Battlepack für 14,99 €, wo diese enthalten sind, diese Figuren. Das Battlepack besitze ich nicht, aber mein Kumpel Josu, habe ich ja jetzt schon mehrmals erwähnt,
hat diesen Panzer, oder Quatsch, diesen Panzer, diesen Bunker von den Rebellen auf Endor, steht ihnen im Besitz und das finde ich auch immer sehr cool, weil ich habe viel Lego. Ilias hat noch mehr Lego. Also ich habe viel Lego, mit Ilias noch mehr Lego. Mit Josu noch mehr Lego und mit noch ganz vielen anderen Leuten noch mehr Lego. Star Wars halt noch. Und auch noch anderes Lego, Lego Agents und was es da noch alles gab, ey. Hat man alles mal gesammelt, fand man alles total cool. Mittlerweile nur noch Lego Star Wars. Man ärgert sich über den Scheiß, weil man früher so ein Lego Agent so gesammelt hat. Oder Pokémon-Karten. Das gab auch mal so Phase, haben alle Pokémon-Karten gesammelt. Ohne Grund, ohne Dreck, ohne alles. Und hat man die Pokémon-Karten einfach verkauft, weil die keinen Arsch mehr interessiert haben. Und da dachte man immer, ja, die sind voll wertvoll. Dann ist da nur ein Papierknäuel, wo irgendwas draufsteht. Okay, wir sind jetzt nicht bei Pokémon. Wir sind jetzt hier. Und auch bei Yu-Gi-Oh! Okay, letztes Wort zu den Karten. Es gibt auch Star Wars Magic Tags. Vielleicht kennt ihr ja eine von euch. Also ich persönlich, ne, könnt ihr mich ankotzen. Ich muss einmal so eine Karte kaufen, dann sammle ich die schon direkt. Deswegen fange ich damit auch gar nicht an. Vielleicht geht es auch so, ihr geht am Kiosk vorbei, denkt, ich kaufe mir jetzt mal nichts, geht rein und kommt direkt mit zwei Boostern oder wie die coolen Kinder heute auch mal sagen, Packs, ich habe mir ein neues Pack geholt, kommt dann da ganz stolz raus und habt da so ein paar Papierfetzen für 1 Euro oder sogar mittlerweile bei Yu-Gi-Oh! 10 Karten für 5 Euro, ey. Kann sich ja gleich auf den nackten Arsch schauen. Ja, wo wir schon bei nackten Arsch schauen sind, es gibt auch schon viele Tote, zum Beispiel hier. Hier, das sieht aus, als ob da gerade jemand schläft. Hier ist sogar jemand, der Arm abgefallen. Ich halte den Arm jetzt mal ganz doof in die Kamera. Sieht man die? Ja, wunderbar. Hier ist noch einer, selbst gebaut von Josu. Kann man ihn eigentlich gut für loben, weil es ist zwar klein, aber gut, finde ich. Klein, aber fein, ne? Und jetzt noch was zu der Kontrolle. Man kann nicht über die Kontrolle fliegen, denn sonst will man die sein. Und hier kommen auch Laserstrahlen raus. Hier wird alles gelenkt. Also hier werden die Rebellenrüstung gelernt. Die sind ja mit Laser und so. Hier wird alles aufgeladen. Hier wird einmal dieses Signal geleitet. Da werden auch die ganzen Maschinen geleitet von den Rebellen. Da wird einfach alles geleitet, was man hier so sieht, was man hier auch nicht so sieht. Hier ist noch ein geheimer Lager für Waffen drin. Das machen wir aber jetzt nicht auf, weil es so überflüssig wäre. Und 8 Minuten. Das ist doch eine gute Zeit, um eigentlich mal zu sagen, stopp. Aber eine Sache habe ich noch vergessen. Ich möchte auch noch eine kleine Ankündigung machen. Ich werde mit Josu ein Featuring machen. Und zwar werde ich, glaube ich, so 10 Mox-Eimer mit ihm machen. Ich weiß nicht, wann die rauskommen werden. Die werden jetzt nicht direkt nacheinander rauskommen, aber die werden so mit der Zeit nachkommen. Und wenn ich 10 Mox gemacht habe, dann kann ich stolz auf mich sein. Denn dies hier ist ein ganz besonderer Mock. Das ist nämlich, was ich am Anfang eigentlich sagen wollte, mein 10 Jubiläums-Special. Und dafür werde ich auch noch mal eine neue Folge machen, nicht die hier. Und ich würde einfach sagen, wir sind fertig. Wir haben gut gemacht. Wir sind total gut. Auch nochmal Lob an Josu für seine gute Kameratechnik. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich wieder. Bis zur nächsten Folge bei Let's Show Lego Star Wars Figur, Let's Show Waffen oder Let's Show Lego Star Wars Mox. Ciao!